Hallo ihr Lieben, schon wieder ein Mittwochsvideo, ist ja nicht zu fassen, ne? Falls ich mich ein bisschen heiser anhöre, dann liegt das daran, dass ich das ganze Wochenende auf dem Markt gesabbelt habe. Ihr habt ja so einen kurzen Ausschnitt gesehen, mehr mache ich davon auch nicht. Aber heute gibt es was, was es eigentlich am Samstag schon, ich muss mal da irgendwo hinrücken, was es Samstag eigentlich schon geben sollte, aber hat irgendwie nicht geklappt, darum gibt es das heute. Und zwar eine weitere Folge aus der Serie Koreanische Kosmetik. Yay, cool, oder? Im letzten Video habe ich euch schon über koreanische Videos, Quatsch, Kosmetik erzählt. Und zwar, dass die Koreaner wirklich eine ganz besondere Formulierung ihrer Mittel, sag ich jetzt mal, haben. Und dass die in der Welt total angesagt und ja auch geschätzt wird, weil es sind natürliche Wirkstoffe. Es sind Wirkstoffe, die so getestet wurden, nicht an Tieren, sondern die Koreaner stecken wirklich das Geld, was sie verdienen mit den Produkten, wieder in neue Forschung. Wisst ihr, weil es gibt in Korea, in der Stadt in Seoul, gibt es ein ganzes Stadtviertel, wo geforscht wird für Hautprodukte, für die Schönheit. Und die Koreaner sind auch ganz pingelig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die legen ganz, ganz, ganz viel Wert auf eine Schönheit und weniger auf dekorative Kosmetik. Also wenn, dann verwenden die vielleicht eine BB-Creme und nehmen nicht so wie wir so eine richtige fette Foundation, weil sie sind auch stolz auf das, was sie mit ihrer Haut machen können. Und damit wir auch stolz darauf sein können, möchte ich euch wieder Produkte vorstellen und dieses Mal geht es um Serien, weil letztes Mal hatten wir die Reinigung. Heute kommt die Serien und beim nächsten Mal kommt dann die Hautpflege. Und dann kommt im Januar noch was Neues. Da könnt ihr dann auch einschalten. Natürlich ist dieses Video wieder entstanden in Zusammenarbeit mit Hipoda, weil die Produkte benutze ich jetzt, ich habe mal nachgesehen, fast ein Jahr und bin sensationell zufrieden damit. Es ist spät abends, also draußen ist es dunkel. Ich habe den ganzen Tag mein Make-up drauf und ich finde, meine Haut sieht immer noch richtig gut aus. Sie glänzt, sie ist satt. Sie ist auch jetzt im Winter nicht trocken. Also ich liebe die Produkte. Die Kosmetikunternehmen versuchen halt innovativ zu sein und fortschrittlich, damit die ganzen Kunden auf der ganzen Welt zufrieden sind. Also nicht nur eine Frau H. oder ein paar Leute von euch, die auch mit Hipoda super gute Erfahrungen gemacht haben, sondern die ganze Welt schwört, ist wirklich wahr. Ich lese hier mal was vor, weil ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, weil das Thema ist sehr umfangreich und damit ich euch keinen Mist erzähle, schaue ich da hin und wieder drauf. Und dann denke ich, wenn ich es schon so ausführlich, weil wir haben ein Blatt, klar lese ich euch nicht alles vor, 2, 3, 4 Blätter. Aber eine weitere bekannte Stärke der koreanischen Hautpflege sind ihre hautfreundlichen Zusammensetzungen mit natürlichen Inhaltsstoffen. Nach Angaben des NCBI zeigen Studien, dass 56,8% der Koreaner empfindliche Haut haben. Das muss man sich mal überlegen, ne? Während 44,6% der Amerikaner und 38,4% der Europäer dies tun. Das heißt, wir haben gar nicht so empfindliche Haut, wie wir immer denken. Und aus diesem Grund wird dann halt viel auf hypoallergene Inhaltsstoffe geachtet, damit auch die Koreaner, die ihre eigene Kosmetik benutzen können. Ja, das ist so. Die Koreaner haben auch einen Vorteil gegenüber uns Europäer. Wir fangen ja ganz schnell an, wir fangen erst an zu pflegen, wenn es schon fast zu spät ist. Wisst ihr, wenn praktisch das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Du hast einen Pickel und fängst an, den Pickel zu behandeln. Du hast trockene Haut, fängst an, deine trockene Haut zu behandeln. Die Koreaner machen das anders. Die legen ganz viel Wert auf Prävention, das heißt Vorbeuge. Da fangen schon die jungen Mädchen an, ihre Haut zu pflegen, was bei uns meistens erst um die 30 einsetzt, wo wir beginnen, die Pflegeprodukte zu nutzen, die wir haben. So ein bisschen hat sich das schon geändert, weil früher ist mir ist es ja auch so gegangen. Habe ich früher Wert auf meine Hautpflege gelegt? Nö.
Das Ergebnis war, dass ich teilweise so schuppige, trockene Haut hatte, dass ich so ein bisschen hier so Brösel im Gesicht hatte, versteht ihr? Und damit wir heute, selbst mit über 60, lohnt es sich noch anzufangen, so wie bei mir. Muss ich ehrlich sagen, wenn ihr die ersten Videos von mir seht, dann seht ihr schon einen dramatischen Unterschied. Ah, ins Positive. Und das freut mich sehr. Bevor ich jetzt aber noch länger rumsable, zeige ich euch mal die drei Produkte, die ich habe. Und zwar sind das diese drei Schätzchen. Das sind alles Serien. Ja, die benutze ich nach der Reinigung, bevor ich die Hautpflege drauf mache. Weil diese dreiteilige Videoreihe ist halt aufbauend, ne? Von der Pflege über die Serien bis hin zur Hautcreme und was man halt sonst noch so haben kann. Das sind dann Masken etc. Das erzähle ich euch alles. Und ich nehme jetzt die Yepuda-Produkte als Beispiele, weil ich sie da habe. Könnte jetzt auch eine andere koreanische Marke nehmen, aber das ist für mich nicht relevant, weil die habe ich da. Und da möchte ich euch jedes Produkt einzeln vorstellen. Und damit ich da auch keinen Quatsch erzähle, werde ich euch das vorlesen. Wir fangen mal an mit The Purify Hero. Ihr seht das. Und was ihr bei Yepuda habt, ihr habt eine Reihenfolge in der Pflegeroutine. Also es geht bei 1 los und hört bei 5 auf. Und das hier ist das Treatment. Also Position 4. Oh, es gibt sogar 6. Es gibt noch Protect am Ende. Da muss ich ja auch drauf achten. Ne? Das ist eine zarte Peeling-Geschichte. Es ist porenreinigend oder füllt die Poren ein bisschen auf. Und es sorgt für die Zellgeneration, Regeneration. Das aber jetzt in Kurzform. Wir gucken mal, was drin ist. Unreine Haut, The Purify Hero, ist die Lösung. Unser klärendes Peeling, also das klärende Peeling-Serum mit Weidenrindenextrakt, einer natürlichen Alternative zu Salicylsäure, peelt und exfoliert die Haut, befreit die Poren, regt die Zellerneuerung an und klärt deine Haut nachhaltig. Finde ich richtig toll. Darin sind halt Weidenrindenextrakt, Aloe Vera, Hyaluronsäure und Glycerin. Und die Zusammensetzung sorgt dafür, dass deine Haut sanft chemisch gepeelt wird, weil auch der Weidenrindenextrakt, obwohl er natürlichen Ursprungs ist, hat das trotzdem so eine leichte chemische Reaktion auf der Haut. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Weil das ist ein natürliches BHA. Und BHA ist meines Erachtens nach eine Säure. Ich bin kein Chemiker. Ist eine Chemikerin unter uns? Wenn ja, vielleicht mal ganz kurz was dazu sagen. Und genau, ist eine natürliche Alternative zur Salicylsäure. Der Wirkstoff sorgt für ein sanftes Peeling der Haut, beruhigt Rötung, reguliert ölige Haut, verfeinert die Poren, beugt verstopften Poren vor und fördert die Regeneration der Zellen. Es ist sanft genug, um auch auf empfindlicher Haut angewendet zu werden und verleiht dir einen erfrischten und strahlenden Ton. Ich selbst mit eher zur Trockenheit neigender Haut habe es jetzt ausprobiert, weil beim letzten Mal habe ich es verlost oder verschenkt, weil ich dachte, das ist nichts für mich. Aber das stimmt so nicht. Das kann ich auch mit meiner normal bis etwas trockenen Haut verwenden. Es macht nicht trocken, es spannt nicht auf der Haut, es ist wunderbar, weil es ist auch Aloe Vera drin. Also ich habe einen großen Pflegevorteil davon. Und Glycerin. Glycerin ist ein natürlicher Bestandteil gesunder Haut und hilft ihr beim Speichern von Feuchtigkeit. Das ist der Punkt. Und darum verwende ich das jetzt auch und werde es nicht wieder aussortieren wie beim letzten Mal. So, bevor ich jetzt hier weiter rumstottere, trinke ich erstmal ein Schlückchen Tee. Die Stimme will geölt werden. The Repair Hero. So, das ist mein absoluter Liebling. Verwende ich jeden Morgen. Und so sieht die Flasche leider auch schon wieder aus. Sehr traurig bin ich. Das bin ich immer.
immer sehr traurig, wenn das alle ist. Guck mal, ist nicht mehr viel drin. Das nehme ich ein Probiotika mit Anti-Aging-Effekt. Da steht auch wieder drauf, ist Step 4, also auch ein Treatment, also eine besondere zusätzliche Pflege für unsere Haut. Und das kommt mir jeden Morgen auf die Haut. Ich sag euch mal, was drin ist. Probiotika wirken sich positiv auf die Hautflora und somit auf die schützende Funktion der Hautschutzbarriere aus. Studien geben Hinweis darauf, dass eine probiotische Hautpflege zudem den pH-Wert der Haut regulieren und antioxidativen Stress durch freie Radikale mildern kann. Finde ich sehr, sehr gut. Drin sind Niacinamid, ist der Teigfluss der Haut reduziert und große Poren werden durch Niacinamid verfeinert, habe ich mein ganzes Video von gemacht. Es hält auch Pigmentstörungen im Gesicht auf, sowie Aknenarben können dadurch reduziert werden und es sorgt insgesamt für einen gleichmäßigen Hautton. Das finde ich sehr gut und ich finde, nachdem ich das ein Jahr wirklich benutzt habe, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Weil ich, wie gesagt, da ist kaum noch, ich habe ja eh nur BB-Cream drauf, aber ich finde, meine Gesichtshaut, abgesehen von den Falten, die man halt mit 61 hat, aber es sieht prall und gut gepflegt aus. Also davon bin ich 100% überzeugt. Ich verwende auch keine Filter oder irgendwas. Ihr habt mich schon oft genug so gesehen und das ist wirklich das Ergebnis. Im Repair Hero, der wirkt aufpolsternd. Haben wir es nicht gerade gesagt? Die kraftvollen, hochkonzentrierten, probiotischen Wirkstoffe machen dieses Serum zu einem wahren Helden. Was ich sage, der deine Haut regeneriert und aufpolstert. Yay! Ist nicht nur meine Meinung, sondern es ist sogar hier schwarz auf weiß gedruckt. Bifida. Was immer das auch ist. Ich habe wieder nicht recherchiert. Was ist Bifida? Weiß das jemand von euch? Ab in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, dazu zu lernen. Beruhigt deine Haut und sorgt für ein gesund aussehendes Hautbild. Yay! Milchsäurebakterien geben dir einen Boost an Vitamin B12 und Peptiden, revitalisieren deine Haut und verleihen ihr mehr Elastizität. Also früher war meine Haut tatsächlich, das habe ich auch schon mal in einem Video gemacht, ich habe, glaube ich, die Hautdicke gemessen. Ich habe so ein Ding, womit man das messen kann. Früher, weil ich bin ja naturblond und Naturblonde haben ja immer relativ dünne, kaum pigmentierte Haut, die auch oft empfindlich ist und schnell zur Rötung neigt. Ist jedenfalls so das, was ich kenne von blonden Menschen. Und ich finde, guckt mal, das kann sich sehen lassen. Da hatte ich schon mehr, wo die Falten, wenn ich reingekniffen habe, stehen geblieben sind. Und ich gedacht, oh Schock, schwere Not. So wie das auf der Hand ist. Na, da dauert es sehr viel länger. Nehmen wir mal die, da kann man es vielleicht besser sehen. Bis die Falte wieder weg ist. Weil da, ich habe auf den Händen eher trockene Haut. Na, aber im Gesicht, super. Das ist hydratisierend. Ja, Niacinamid und Hyaluronsäure. Die beiden sind ein echtes Power-Duo für die Feuchtigkeitspflege. Und es macht langsamer alt. Die enthaltenen probiotischen Wirkstoffe sind hochwirksam gegen Anzeichen von Hautalterung und sorgen für ein geglättetes und elastisches Hautbild. Niacinamid unterstützt diesen Effekt zusätzlich, indem es kleine Fältchen verschwinden lässt, deine Poren optisch verkleinert und so dein Hautbild verfeinert. Also ich, na, jetzt mal Hand aufs Herz, Ladies. Die meisten von euch kennen mich seit 4 Jahren und ihr habt wirklich gesehen, was es gebracht hat. Wer jetzt neu auf meinem Kanal ist, der kann sich ja gar keinen Begriff davon machen, wie ich mal ausgesehen habe. Könnt ihr ja vielleicht mal in so einem älteren Video gucken. Das ist, ja, eine andere Geschichte, ne? Und jetzt kommen wir weiter zu einer weiteren Wunderwaffe, die habe ich nämlich heute Morgen aufgetragen.
weil ich mal gucken wollte, wie sich das verhält, wenn ich das den ganzen Tag trage, weil das habe ich bis jetzt noch nicht oft verwendet. Und zwar ist das der Glow Hero, das ist dieses Schätzchen. Und das ist ein Hybridprodukt. Das ist nämlich aus Serum und pflegend wie ein Öl. Schaut euch das an. Und ich zeige euch das gleich mal auf der trockenen Haut meiner Hand. Aber ihr seht, da ist auch schon raus. Aber nicht so viel wie beim Repair Hero. So, machen wir mal. Ihr kriegt ja immer so ein Glasfläschchen, also sehr nachhaltig. Mit einer Pipette, die hebe ich übrigens immer auf. Dann gehen wir hier mal, ne? So sieht das jetzt aus. Jetzt mache ich da nur mal einen Tropfen drauf. Rosa. So, jetzt guck dir das an. Und wenn du denkst, dass du da jetzt deine Hautcreme nicht drauf machen kannst und alles verrutscht, hast du dich getäuscht. Kannst du nämlich. Du musst nicht warten, bis das ganz weggezogen ist, weil so schnell geht das nicht weg, weil dieser natürliche Glow, der bleibt. Ich mache danach dann Hautpflege drauf und wenn die Hautpflege insgesamt so ein bisschen nicht mehr auf der Haut liegt, sondern eingezogen ist, dann mache ich meine BB-Creme drauf und alles ist bestens. Und dann sieht deine Haut nach etwa 10 Stunden so aus. Guck dir das an. Und das war nur ein Tropfen und vielleicht sollte ich meine Hände damit pflegen. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Was ist denn da drin? Macadamiaöl ist drin. Das riecht ganz dezent und wirklich gut. Das habe ich übrigens noch gar nicht erwähnt, dass alle Produkte nicht komisch riechen. Die riechen wie entweder total neutral oder angenehm nach ja, natürlichen Wirkstoffen. Also das ist nicht so, dass dir schlecht wird. Das ist einfach wirklich ein angenehmer Duft, der mich noch nie gestört hat. Also Macadamiaöl ist drin. Und zwar ist das reich an nährenden Fettsäuren. Ideal für trockene Hauttypen und hinterlässt die Haut besonders geschmeidig. Ah ja, guck dir diesen Glanz an. Ich sag nicht fantastisch. Und das ist jetzt nicht gatschig oder so. Guckt, ich kann das nicht hin und her schieben. Na, das ist eine wunderbare Geschichte. Da drin ist noch Squalane. Leute, das ist auch wieder sowas. Das ist ein pflanzenbasierendes Produkt. Es ist ein Feuchtigkeitsspender mit Soforteffekt. Squalane ist bekannt und heiß geliebt als einer der wirksamsten Inhaltsstoffe für trockene Haut. Und noch dazu einer der verträglichsten. Squalane verhält sich wie ein hauteigenes Öl, um Feuchtigkeitsverlust zu verhindern und die Geschmeidigkeit der Haut wiederherzustellen. Darin ist auch Jojobaöl. Es ist reich an Vitamin E, Zink, Jod und anderen nährenden Antioxidantien und ist vor allem für seine feuchtigkeitsspendende und beruhigende Wirkung bekannt. Während sich viele Öle schwer anfühlen, das sage ich, wenn du so Gatsch hast, ne, so dass du denkst, so, da kann ich jetzt kein Make-up drauflegen, weil das fließt weg, das hast du ja hier gar nicht. Während sich viele Öle schwer anfühlen und die Poren verstopfen können, fühlt sich Jojobaöl auf der Haut leicht an, zieht schnell ein und verursacht keine Hautunreinheiten. Es kann sie sogar verhindern. Dann ist Bisabolol drin. Das aus der Kamille, also beruhigende Wirkung, gewonnene Bisabolol ist ein wichtiger Inhaltsstoff für gereizte, empfindliche Haut. Es wirkt beruhigend und entzündungshemmend, hat aber auch kraftvolle, heilende und Slow-Aging-Eigenschaften. Der perfekte Inhaltsstoff für einen nicht gereizten, ebenmäßigen Ton. Tada! Aloe Vera. Dieser leicht erfrischende Saft wird aus der sukkulenten Pflanze gewonnen und hat erstaunliche feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Es kann verwendet werden, um trockene und empfindliche Haut zu beruhigen und wiederzubeleben und verhindert das Austrocknen der Haut. Leute, ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen 4 Seiten, weil das Video wird lang. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich verwende. Und ihr habt schon mehrere Hippoda-Videos bei mir gesehen. Und ich bin einfach begeistert davon. Es ist nicht nur, weil ich die Produkte gratis zur Verfügung gestellt bekomme, aber
Es ist für mich eine Überzeugung. Ich habe neulich eine Zusammenarbeit abgelehnt, weil ich keine anderen Hautprodukte verwenden möchte. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Und diejenige, mit der ich früher zusammengearbeitet habe, war ein bisschen traurig, hat mir aber trotzdem Weihnachtsgeschenk geschickt. Das finde ich super. Danke dafür. Also die Zusammenarbeit war auch toll, aber das hier ist ein ganz kleines bisschen toller. Weil koreanische Kosmetik ist für mich das Nonplusultra. Und schaut euch das an. Muss nur irgendwas sagen. Und jetzt guckt euch nochmal meine Hand an. Im Gegensatz zu den anderen. Es ist immer noch da. Und ich finde, der Glow auf der Haut ist auch noch da. So, ich habe natürlich, muss mal kurz mein iPad ranschleppen, wieder einen Code für euch. Ja, und zwar der letzte dieses Jahr, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar kriegt ihr mit meinem Code, den ich jetzt einblende, der auch in der Infobox steht, 30% Nachlass. Denkt ihr das? Und ab einem Einkaufswert von 69 Euro bekommst du noch das Midnight Magic. Das ist die Nachtmaske, die ich habe, die ich euch im nächsten Video vorstelle. Im Wert von 39 Euro bekommt ihr noch dazu geschenkt. Also bestellt ihr für 69 Euro, kriegt ihr diese Maske und 30% von mir. Also wenn das kein Angebot ist, lasst euch mal selber überzeugen. Ich packe das hier mal wieder schick ein, damit ich das immer in der Packung habe. The Repair Hero. Muss nachbestellen, nehme ich meinen eigenen Code. Das weiß ich jetzt schon. Weil das ist mir mein Liebstes. Guckt ihr mal an, was ich da schon dran rumgeknittelt habe. Es ist zum, ne? The Purify Hero. Leute. Und ich hoffe, ihr schaltet beim dritten Video auch ein. Da geht es dann um Hautpflege. Und dann geht es auch noch um ein Spray. Und im Januar gibt es noch ein neues Produkt von Yipo. Oder ihr dürft gespannt sein. Weil ich selber weiß noch nicht, was das ist. Ich habe keinerlei Ahnung. Ich muss mich überraschen lassen. Weil ich liebe Überraschungen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Hat wieder so ein ganz klein wenig geklärt, wie toll koreanische Kosmetik ist. Weil ich war auch schon vorher von koreanischer Kosmetik überzeugt. Könnt ihr in der Videoliste, Mann, Edith. Ich glaube, ich muss ins Bett. Der Tag ist gegessen. Könnt ihr gucken, die alten Videos, da war ich schon begeistert. Habe ich auch mal gezeigt, wie die Layering-Methode, die die Koreaner in der Hautpflege anwenden, habe ich vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren, guckt, Stimme macht auch schon schlapp, habe ich das schon mal abgedreht. Da waren aber noch nicht diese Produkte dabei. Und ihr wisst, ich bin überzeugt, ich will euch nicht überreden, aber die hier Bruder auch schon benutzen, die wissen, wovon ich spreche. So wie eine Nachrichtensprecherin mache ich mich jetzt mit meinem Manuskript vom Acker. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Restwoche. Wir sehen uns Samstag wieder, ne? Bis dann. Tschüss.